Hallo, heute sprechen wir einmal mehr über Distanzen und zwar in einem wichtigen Zusammenhang. Wing Chun ist eine Nahdistanzkunst. Prinzipiell würde ich mich mit Wing Chun am wohlsten fühlen, wenn wir in etwa dieser Distanz agieren können. Nur beginnt halt selten ein Kampf schon in dieser Distanz. Wir können jetzt hier von unterschiedlichen Distanzen sprechen. Wenn wir jetzt mal weit auseinander gehen, ist natürlich die größte Distanz, kann ich mit einem Fußtritt überwinden. Ja? Das heißt, auch hier in dieser Distanz zu stehen, nicht sehr günstig, weil eigentlich jederzeit ist eben der Angriff mit dem Kick erfolgen könnte. Sprich, am Anfang ist es vielleicht sogar besser, wir stehen so weit voneinander entfernt, dass wir sagen können, okay, hier geht es eben nicht einmal eben der Fußtritt. So, das heißt, in dieser Distanz bin ich jetzt noch relativ sicher. Komme ich jetzt etwas näher, er tritt mich, bin ich jetzt eben genau in dieser Trittdistanz drinnen, da wäre es natürlich nicht klug, mich lange aufzuhalten. Komme ich noch etwas näher, bin ich eigentlich in der Schlagdistanz, beziehungsweise wenn ich jetzt noch rankomme, ist es zwar auch noch eine Schlagdistanz, aber unsere Windschungschläge funktionieren auf einer engeren Distanz. Das heißt, irgendwie muss ich es schaffen, von da draußen, außerhalb der Kickdistanz, schnell in meine präferierte Distanz zu kommen. Und die Frage ist, wie komme ich dahin? Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder mein Gegner tut mir quasi den Gefallen und kommt mit seinem Angriff jetzt einfach schon so weit in meinen Bereich hinein, dass die Distanz von selbst geschlossen ist. Das müssten wir jetzt wieder unterscheiden, wie weit der Übungsfortschritt ist. Am Anfang, Konzept erste Form, Silium Dao wäre es im Wesentlichen, er greift mich an und ich bleibe hier bei dem Stand stehen, empfange ihn quasi mit meiner Technik und jetzt habe ich quasi Glück gehabt, er ist in meinem Bereich. Sprechen wir hier über die zweite Form, über die Jump Cue, könnte ich den Winkel dann noch verbessern, indem ich eine Drehung, eine Wendung einsetze. Dadurch wird der Aufprall reduziert und der Winkel meiner Technik verbessert. Also er kommt wieder auf mich zu. Ich arbeite jetzt hier mit der Technik, habe jetzt auch die Möglichkeit, jetzt könnte ich auch noch hier ansteigen, aber eigentlich war es wieder, dass er in meinen Bereich schon hineinkommt. Die letzte Möglichkeit, wenn ich von der Schrittarbeit schon noch freier bin, noch mehr machen kann und er will mich attackieren, dann kann ich hier schnell die Distanz eben mit meinem Schritt schließen. Die nächste Möglichkeit sind die Fußtritte. Es kann jetzt eben sein, dass mein Gegner versucht, eben mich mit einem Tritt zu attackieren. Fußtritt ist immer noch die große Distanz. Wie komme ich jetzt von der Kickdistanz eben in meine Nahdistanz hinein? Erste Möglichkeit, wenn er hier kickt, vielleicht gelingt es mir hier den Kick abzuwehren mit einer Jigak-Technik oder ähnlichem und dadurch kann ich die Distanz schließen. Zweite Möglichkeit, wenn er kickt, Schrittarbeit. Ich kann hier vielleicht an seinem Schritt mit einer guten Schritttechnik vorbeikommen und kann damit auch die Distanz wieder schließen. Und die letzte Möglichkeit wäre eventuell, wenn wir hier beide stehen, möglicherweise kick ich, ob ich ihn jetzt treffe oder nicht, selbst wenn wir in größerer Distanz sind, oder ich kann ihn zumindest mal berühren. Und damit, der Kick hat jetzt möglicherweise keine sehr große Wirkung, aber ich beschäftige ihn. Er merkt auch hier so quasi die Wirkung, das zieht seine ganze Aufmerksamkeit nach unten. Und ermöglicht es mir jetzt umso eher, oben zu attackieren. Also deswegen, um die Kickdistanz zu überwinden, oft eine gute Möglichkeit, entweder auf den Kick zu warten oder selbst zu kicken und dann die Distanz zu schließen. Falls du generell Interesse an Wing Chun hast, in meinem Kanal wirst du noch ganz viele andere Videos finden. Vielleicht hast du Lust, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns bei den anderen Videos wieder.